Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 12. April 2020, 21.31 Uhr hier auf Delizien. Heute ist Häschentag. Auf dem Festplatz wird heute gefeiert. Wir haben sogar einen besonderen Gast. Ich wünsche euch allen einen ganz viel Spaß. Schaut einfach mal auf dem Festplatz vorbei. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke Melinda. Ja, ist natürlich ein bisschen spät, wo ich heute hier online bin. Deswegen, Großteil des Häschentags habe ich leider schon verpasst. Aber dennoch das, was es noch zu feiern gibt, das genieße ich natürlich. Und ich muss jetzt erstmal bei mir den Ton hier leiser stellen. Der ist ein bisschen zu laut. Nukfunk klingelt doch mal wieder. Was ist los? Ich habe aber nichts. Doch, Nepp. Hallöchen, hier Nepp aus Nuxladen am Apparat. Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 10.104 Sterne auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig unser Angebot nutzt. Bis bald dann hoffentlich im Laden. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich beim letzten Mal irgendwas in die Verkaufskiste gegeben hätte, aber okay. Gut zu wissen. Naja, ich bin heute leider nicht allzu gut gelaunt hier in diesem Häschentag, denn heute ist leider etwas passiert, was ich jetzt gleich direkt in einer Schweigeminute enden lassen möchte. Und zwar hat meine liebe Wii nach über 12 Jahren ihren Geist aufgegeben. Leider. 2008 habe ich sie bekommen und jetzt funktioniert aus irgendeinem Grund das Laufwerk nicht mehr. Es können keine Discs mehr gelesen werden. Und ja, ich finde das halt relativ traurig, vor allem diese Wii hat mich so viel begleitet. Letztens habe ich tatsächlich sogar noch so einen Adapter gekauft, einfach damit ich Wii Let's Plays machen kann und Gamecube Let's Plays. Wii könnte ich sowieso machen per Wii U. Das wird es auch noch weiter geben. Aber Gamecube weiß ich jetzt aktuell nicht, wie ich das machen sollte. Ja, und dieser Adapter ist jetzt leider für nichts und wieder nichts. Neue Bewohner, aha, okay. Ja, finde ich relativ schade und deswegen werde ich mich jetzt an dieser Stelle einfach mal eine Minute rumbewegen, ohne irgendwas zu sagen. Ja, und ich glaube, an der Stelle müsste jetzt auch die Minute um sein. Ich hoffe, ich habe es jetzt genau eingehalten. Gut, ja, hier wird noch immer nicht gebaut, warum auch immer. Zu verkaufen. Ja, okay, gut. Da wollte noch keiner einziehen, aber die Hängebrücke ist endlich hier. Schaut euch das an. Ich finde, das passt zu diesem Park relativ gut. Ja, und was ich noch dazu bauen könnte, wäre tatsächlich ein paar Laternen. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Ja, also, heute ist Häschentag tatsächlich und das bedeutet, endlich ist dieses verdammte Osterevent vorbei. Ich habe jetzt gerade nochmal Bananen, ja natürlich, Ostereier gesammelt. Nee, Bananen waren es nicht. Ja, und ich spreche den Kerl jetzt einfach mal an. Os hieß du. Opel die Klein, Zippel die Groß, Hallöchen, sagt Os. Ich bin über die sieben Meere hierher gereist, um die Ankunft einer neuen Jahreszeit zu verkünden. Yippie, lasst uns alle klatschen. Nein, niemand? Wir kennen uns doch. Du bist doch genau der nette Erdenbürger, der mich letztes Mal entdeckt hat. Du scheinst dein Versprechen ja gehalten zu haben. Hast niemanden von mir erzählt, was? Wie dem auch sei, der große Tag ist endlich gekommen. Mein Tag. Jetzt hält auf dieser Insel die gute Laune Einzug. Hüpp, hüpp, hurra, der Häschentag ist da. Bereit? Dann sing mit. Am Häschentag gibt's keine Schokolade, keine Bonbons und keine Kuchen. Am Häschentag gibt's Glückseier. Der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. Du verstehst, was Sache ist? Mir ist immer noch kein besserer Reim auf Suchen eingefallen. Genau wie vorher schon gilt heute, sechs Sorten Glückseier sind deine Beute. Wenn du alle sechs Sorten aufspürst, werde ich dich reich belohnen. Nein, wirklich, der Preis ist erste Sahne. Und außerdem, hier bitteschön. Oh, nochmal eine Deko wahrscheinlich oder sowas. Weil du so schön mitfeierst, bekommst du direkt schon mal eine Anleitung für ein Häschentag-Tor. Also dann, wenn du alle Bastelanleitungen finden willst, solltest du schnellstens loshoppeln. Denn nur wer alles davon bastelt, erhält eine exklusive Belohnung. Viel Glück, LD, Erfolg.
Das ist blöd, ich habe nämlich nie wirklich alles gebastelt. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich alles ausgehen könnte. Eine exklusive Belohnung. Das ist interessant. Also es würde mich echt interessieren, aber wahrscheinlich irgendwas, keine Ahnung. Ja, die haben auch echt alle solche Häschentag-Klamotten an. Ey, das sieht so richtig hässlich aus bei mir. Tut mir leid an der Stelle, aber wenn die wirklich jeder anhat, dann muss ich ja wirklich auch. Gut, ich würde aber trotzdem mal sagen, wenn Loretta, Yolanda heißt die. Loredana? Nee, das ist wer anderer. Aufgrund eines Spaziergangs bin ich im temporär draußen anzutreffen. Okay, Yolanda ist gar nicht da. Die sind alle draußen, laufen irgendwo herum. 300%. Das will ich aber nicht. Ich will euch jetzt erstmal alle begrüßen. Zumindest die neuen. Wo der eine ist, weiß ich auf jeden Fall auch schon. Was war das jetzt für ein Vieh? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo der eine ist, weiß ich, denn der kommt leider von dieser Insel gar nicht weg. Hier ist nämlich noch gar keine Brücke. Bist du zu Hause? Nee. Heribert, ich will dich begrüßen. Wo bist du denn? Also weit kann er nicht sein. Hä, als ob der von der Insel hier wegkommt. Ich meine, ging das überhaupt? Nee, oder? Nee, der da ist er. Hallo. Heribert, hey, wohnst du hier? Ich bin Heribert und neu auf die Lizien. Ich wollte meine Nachbarn kennenlernen, aber ich scheine alle zu verschrecken. Und was macht man dann, wenn man mal eine Tasse Leber dran braucht? Ich mach da mal weiter mit meinem Kram. Komm vorbei, wenn du quatschen willst, Partner. Okay, der spricht mit dem Partner an. Finde ich cool. Ja, Yolanda werde ich hoffentlich auch noch irgendwo treffen. Aber die habe ich tatsächlich schon begrüßt, offscreen. Gut, ich werde jetzt trotzdem kurz ins Service Center hineingehen, denn ich möchte mein aktuelles Insel-Image wissen. Habe ich endlich die 3 Sterne? Es hieß, ich soll Bewohner holen und jetzt sind 2 neue hier. Somit müssten wir eigentlich schon mindestens eine 2-Sterne-Bewertung haben. Ich hoffe es wirklich. Melinda, bitte enttäusch mich nicht. Oh, Markus, guten Abend. Wie kann ich dir heute helfen? Sag es mir. Gib mir die 3 Sterne. Hat aktuell eine Bewertung von 3 Sternen! Es schaut blendend aus für uns. Wir sind schon richtig prominent, also für ein Stück Land im Meer. Da wäre auch noch was. Das würde ich direkt gern vorlesen. Die Lizien. Soll ja echt ein Paradies sein. Würde ich gern mal hin. KK. LOL! Das ist der Beweis. KK wird auf unsere Insel kommen. Nun, das war's. Was? Moment, Moment! Hier steht KK bei der Antwort. Die Antwort kam von KK. Ja genau. Hier kein Zweifel möglich. Und dazu die Handschrift. Der Fall ist sonnenklar. Das ist nicht irgendein anderer KK, sondern... Ich werd verrückt. KK, der Künstler hat mitgemacht und sogar eine persönliche Antwort geschrieben. Aha! Was? Kann mich mal jemand kneifen? Das muss ein Traum sein. Wir haben es geschafft. Kiki, der KK hat uns unserer Insel gehört. Genau das war, was wir so lange wollten. Und da steht noch mehr. Er will uns nämlich sogar besuchen kommen, wenn er einen Anlass findet. Dann kein Maul auf den Fall halten. Ihr zwei beiden. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Wenn KK einen Anlass sucht, dann geben wir ihm einen. Und zwar einen exklusiven Inselkonzert. Jawohl. Mit Pauken und Trompeten, obwohl KK ist ja eher der Gitarrentyp. Kommt er jetzt her? Wenn das so ist, dann feiere ich das voll. Guten Tag, hallo? Spreche ich da vielleicht mit KK? Ja. Hier ist... Ja, genau, richtig, von Nuking. Auf die Lizien, ja? Ob die Umfrage von uns? Oh ja, und ob. Und wir freuen uns sehr über das Feedback. Deswegen auch der Anruf. Dann ehrlich gesagt... Also, es ist so, wir wollten hier auf unserer Insel ein Konzert veranstalten und da würden wir... Ich meine, wir bräuchten noch einen musikalischen Stargast. Am besten jemanden, dem unsere Insel... Ach so. Ach nein? Ach doch? Ach du... Wirklich? Kein Scherz? Vielen, vielen überschwänglichsten Dank. Welch Ehre für unsere Insel. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Ja, gerne. Ich schicke alles per Post, so schnell es geht. Das wird ein Fest für die ganze Insel. Nochmal riesigen Dank. Ja, ebenfalls. Wiederhören. Woher hat der, in Gottes Namen, jetzt auf einmal die Nummer von KK? Und, was hat er gesagt? Er wird bei unserem Konzert mitmachen. Jawohl, richtig gehört. KK kommt hierher zu uns. Das ist ja ein Traum. Gut gemacht, Chef. Und er will auch gar keine Zeit vergeuden. Morgen schon könnte er eventuell hier sein. Das heißt, morgen ist eine Aufnahmesession für mich. Markus, ist es denn zu fassen?
das Ziel all unserer Träume. Ich werde die Sache mit dem Auftritt von KK bei nächster Gelegenheit per Inseldurchsage bekannt geben. Und du kommst ja hoffentlich auch, Markus. KK darf man einfach nicht verpassen. Nein, nein. Unglaublich, wir haben es geschafft. 3-Sterne-Bewertung und somit wird er endlich auf unsere Insel kommen. Joa, 2 Bewohner sind mehr gekommen und jeder Bewohner hat offenbar einen Stern gebracht. Das wird aber passen, denn es sind jetzt genau noch 2 Häuser, die ich maximal bauen kann. Dann habe ich die 10 Einwohner. Und 2 Sterne fehlen noch. Interessant. Gut. Dann würde ich als nächstes sagen, ich kümmere mich jetzt einzig und allein mal um diesen Ostertags-Event, dass ich noch ein paar Sachen mache. Ich habe halt leider nicht genug Eier dafür, aber... Was soll's, ich will auf jeden Fall schauen, was das jetzt für eine Belohnung ist. Ein Häschentraktor kostet jeweils 2, das kann ich schon mal herstellen. Ich werde das natürlich nicht aufstellen, ich werde das nur craften. Wahrscheinlich später sogar verkaufen. Weil ganz ehrlich, das brauche ich einfach nicht. Gefällt mir sowieso nicht. So, da oben hatten wir noch irgendwas. Häschentag-Girlande. Ja, okay, die sieht nicht schlecht aus. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann morgen aussehen wird. Weil soweit ich weiß, bekommen wir dann, sobald KK bei uns ist, oder gewesen ist, irgendwas Spezielles. Ich glaube tatsächlich dieses Werkzeug, damit wir Sachen umgraben können. Und wenn das so ist, dann freue ich mich echt extrem. Weil dann können wir erst so richtig anfangen, unsere Insel zu gestalten. So, das ist alles Gegurke. Glücksei-Partyhut, was? Den crafte ich mal. Wie sieht denn genau aus, wenn ich den jetzt anziehe? Das werde ich dann nachher gleich ausprobieren. Hier ist der Tag Rucksack. Gut, stellen wir auch gleich her. Ihr müsst wissen, ich habe die Eier eigentlich meist immer verkauft. Das ist halt das Problem. Vor allem von den Lufteiern habe ich nie welche geholt, weil ich das einfach immer so richtig scheiße fand. Hesnetag Krone, habe ich da sogar nicht eine? Nee. Na gut, dann stelle ich die auch her. Aber was meint er jetzt mit alles? Es gibt zu viele Hesnetag-Sachen hier. Hesnetürkranz, den habe ich sogar schon. Oder doch nicht? Oder doch nicht, keine Ahnung. Hesnetag-Tapete, brauche ich auch alles nicht. Hesnetag-Bett habe ich schon. Die Dekopie kann ich noch herstellen. Das sind einfach nur verschiedene Farben, nicht wahr? Wie langweilig. Das will ich kurz überprüfen. Tatsächlich, die einen 3 sind mit dir und die anderen mit dem. Very interesting. Häschentag-Schrank. Wo ist das bitte? Alter, was? Ja, komm, stell her. Ich komme eh nicht drum rum. Nee, ich bin echt froh, dass dieses Häschentag-Event eben vorbei ist, weil ich hätte es einfach keinen Tag länger mehr ausgehalten. Vor allem heute werde ich auf jeden Fall nicht mehr angeln und auch keine irgendwelchen anderen Sachen mehr tun, weil heute soll die Spawnrate nochmal so richtig hoch sein. Mir hat bereits Kino erzählt, dass anscheinend von 10 Fängen, dass da anscheinend 8 oder so tatsächlich nur Eier sein sollen. Wassereier. Das ist halt echt eine krasse Spawnerrate. So viel war es am ersten Tag wahrscheinlich. Da hat man sich die Kritik zum Herzen genommen und das geändert. Aber naja, viel besser macht es auch nicht unbedingt. Ich glaube tatsächlich, dass das die Sachen sind, die ich hier craften muss. Bett habe ich schon. Da fehlt halt noch ein bisschen was. Ja, keine Ahnung. Diesen Häschentag-Türkranz, den mache ich auf jeden Fall auch noch. Aber was ist denn diese spezielle Belohnung dann? Ist das irgendwie so ein Teil wahrscheinlich, was sich auch nur craften lässt, hundertprozentig? Eine Bauanleitung, wo du 30 Eier von jedem brauchst. Ansonsten kriegst du es nicht. Ich frag trotzdem mal nach. Ach ja, ich habe da noch was einigermaßen Wichtiges vergessen. Wenn dir mal von einer Glückseiersorte ein Ei fehlen sollte, dann kann ich vielleicht etwas nachhelfen. Ich gebe dir ein Glücksei deiner Wahl, wenn du mir dafür 3 eine andere Sorte bringst. Schnippetischnopp, das ist Grigra-Großdrücke von mir, oder? Sag einfach Eiertauschner. Was wolltest du? Ja, hier Glückseier. Ich kann ihm auch welche geben. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Yuki, du hast alle 6 Sorten Glückseier gefunden. Welch Glück, welche Freude, welche Riesenspaß. Dann nehme ich ein Stück von jeder Sorte an mich. Einverstanden? Klar. Bitteschön. Warte, das ist jetzt die Sonderdeko, oder was? Ein wunderschöner, farbenfroher, nigelnagelneuer Häschentag-Korb. Zeit für einen kleinen Tanz und ein Hoppeldiho und ein Hiha hoch. Ein Hiha hoch auf dich. Dann auch weiterhin noch viel Spaß beim Häschentag.
Keine Sorge, den werde ich haben. Wow. Wow. Very impressive auf jeden Fall. Na gut. Wenn das die spezielle Belohnung war, dann hat es sich eindeutig nicht gelohnt. So, was werde ich jetzt als nächstes machen? Ich werde mal kurz die Birnen hier ernten. Nein, nein. Okay. Okay, die verschwindet nicht. Das ist schon mal gut. Weil ich kann heute leider nicht mehr so viel machen, leider. Das Problem ist nämlich, ich muss auf KK warten. Weil, wenn der erstmal da ist, dann müsste ich halt wirklich diese App bekommen. Damit ich halt Wege und so bauen kann. Ich glaube. Und wenn es so ist, dann freue ich mich mega. Ja, dann können wir endlich diesen verdammten Marktplatz hier weiterbauen. Der ist nämlich noch lange nicht fertig. Das ist gerade mal das Grundgerüst. So, hier noch eine Birne, hier auch noch. Wie viel sind das jetzt? 15 Stück. Ich würde sagen, die kann ich gleich direkt mal verkaufen. Hier noch ein paar Äpfel und sowas. Da kann ich mal herausfinden, was überhaupt der Preis von dem ist. Soweit ich weiß, sind die Früchte dann ein bisschen teurer, wenn man sie verkauft. Ich probiere mal. Also, der Apfel würde mir bringen... LOL. 400 pro Stück. Hier auch 400 pro Stück, alles klar. Hesetakor bringt so und so viel. Hesetürkranz auch was. LOL, das bringt so viel Geld. Nice. Ich glaube, da werde ich mich bedienen. Also fassen wir zusammen. Der Hesetag bringt auf jeden Fall noch einige Sternis mit sich. Ne, aber ich werde kurz das mal verkaufen. Hallo, hallo, willkommen in Nuxladen. Ja, ich brauche leider nichts von dir, ich will nur Geld. Gib Geld! Vielleicht ist sogar der Top-Ankaufpreis heute so eine. Irgendwas, so ein Häschen-Tag-Ding oder sowas. Ich verkaufe jetzt mal die Sachen hier. Den Rest. Ich lasse jetzt mal bleiben. Oh, da hast du einiges für uns dabei. Ich rechne mal kurz durch. Es müsste jetzt ein bisschen mehr sein. 9000 Sterne ist allein nur für die paar Früchte. Finde ich gut. Somit habe ich mir schon mal einen kompletten Angeldurchgang erspart. Vor allem wird sich der heute eh nichts bringen, eben wegen dieser verdammten Eier. Es regt auf. Nee, ich laufe jetzt nochmal zu dem Typen hin und schaue, ob der noch irgendwas gibt. Für die Eier. Ich habe noch einige. WippelTV, was? Dir ist bei der Glücksersuche ein neues Bastelanleitung eingefallen? Das ist ja der absolute extreme Wahnsinn, was für ein toller Bastelhecht du bist. Glückwunsch. Ich hatte dir ja gesagt, du kriegst einen Preis, wenn du alle Einleitungen nachbastelst. Die Anleitungen, die du dir selbst ausgedacht hast, zählt natürlich nicht dazu. Die kannst du rein aus Spaß an der Freude, Bibu, basteln. Was wolltest du? Ja, ich gebe dir nochmal Glücksersuche, komm. Was gibst du mir dieses Mal? Na komm. Komm, gib... Häschen-Tag-Körbe. Oh, achso, er gibt wirklich nur Häschen-Tag-Körbe dafür. Na, blöd. Es ist aber doch nicht das Spezielle. Ich dachte echt schon, dass dieser Häschen-Tag-Körbe das einzige wäre. Gut zu wissen. Aber wenn dieser Häschen-Tag-Körbe tatsächlich 960 Sterne bringt, könnte ich die jetzt tatsächlich die ganze Zeit eintauschen und dann später so richtig abkassieren. Jetzt ist halt die Frage, ob ich schon alle Anleitungen und sowas habe. Ich glaube nicht. Niemals. Hier, das kann ich noch machen. Aber der Spaß endet dann schon, weil ich habe dann keine Lufteier mehr. Dann... Ja, der Boden. Und der Teppich dann noch. Ich werde natürlich die Sachen nicht verwenden. Das ist es mir einfach nicht wert. Vielleicht habe ich jetzt Glück und eins geht sich noch raus. Ich habe gesehen, das hat jetzt gerade nur ein Ei gekostet. Bitte, was fehlt noch? Hiesintor habe ich, Wandur habe ich, das habe ich. Kranz habe ich auch. Von dem habe ich nichts mehr. Da verwende ich hier das letzte Ei. Und ich glaube, jetzt müsste ich alles haben. Ich laufe nochmal hin. Und ich höre da irgendwas in der Luft. Hier muss irgendwo so ein Glücksei sein. Hier. Nee, das ist sogar ein normales Geschenk. Nice. Hole ich gleich mal runter. Vielleicht habe ich Glück. Hoch meine... Nee. Ach komm. Echt jetzt? In dem Moment? Ich will trotzdem kurz gucken. Den einen neben dem packe ich da mal weg. Retro-Zapfsäule. Okay, mein Inventar ist komplett gefüllt. Da passt nichts mehr rein.
Hier ist noch irgendwo ein Geschenk. Ich höre schon zischen. Hier. Da müsste das jetzt ein Glücksei sein. Oder eine Bastelanleitung, das kann auch sein. Es ist eine Bastelanleitung, verdammt nochmal. Da kann ich nichts machen, hier ist noch ein Geschenk, was? Ah ja, stimmt, das von ADHS, nicht wahr? High-Hand-Anlage. Oh, block. Jetzt muss ich irgendwie Platz machen. Ich leg kurz mal die... Achso, Festplatz geht das gar nicht. Ich leg kurz mal die Partyknaller ab. Das ist echt alles vom Inventarschluck, das ist echt krass. Häschentaglampe. Och Mann. Wie viel kosteten die wieder? Ich weiß jetzt schon, zu viel. Jetzt vertue ich mich schon wieder die ganze Zeit bei den Tasten. Ich schau mal. Die Häschentaglampe, die kostet 4 Holzglückseier. Das kann ich investieren. Dann lasse ich ganz kurz mal die Partyknaller liegen und hol mir das ganz kurz. Alter, das ist mein komplettes Inventar davon voll. Ich glaub's noch immer nicht. Und dann laufe ich zu dem Kerl nochmal hin, weil wie gesagt, dann habe ich eigentlich alles, was geht. Wahrscheinlich gäbe es noch irgendwas, was ich herstellen könnte mit einem dieser Einzelarten, aber davon, das werde ich nicht mehr finden. Vielleicht am Strand. Nee, da ist nichts. Ich weiß, es gibt mehr Strände, aber trotzdem. Ich stelle mich jetzt einfach mal blöd. Und wenn er mir jetzt die Special Belohnung nicht gibt, dann werden wir die Folge beenden und wir vergessen das einfach. Oho, bist tatsächlich fast am Ziel. Dir fehlt nur noch eins. Also, oh was? Ja, okay, da muss ich jetzt. Das geht nicht anders. Also irgendwo muss noch eine Bastelanleitung sein. Wie gesagt, es geht nur um Strand. Da muss irgendwo was liegen. Also wenn es jetzt doch nur noch eines ist, dann probiere ich's. Vielleicht habe ich Glück. Aber wenn hier nichts ist, dann kann es halt nur auf den anderen Stränden sein. Im Normalfall liegt es eh immer beim Steg da hinten oder so. Zumindest ist da schon des Öfteren irgendetwas gelegen. Ich gucke einfach mal. Da vorne, da liegt es schon. Jetzt muss ich aber irgendwas wegwerfen, was ich nicht brauche. Es ist schwer zu sagen. Ich leg die jetzt mal ab. Weil ich kann sie eh wieder lernen. Ganz schnell und dann ist sie weg. Was ist denn das? Eine Häschentag-Girlande. Die habe ich doch... Oh Gott. Ah, belastend. Jetzt dachte ich jetzt... Nee, ich habe es natürlich nicht. Wo könnte denn noch irgendwas sein? Da oben vielleicht. Noch so eine Flaschenpost. Das ist normale Flaschenpost, aber nicht... Och. Eine verdammte Häschentag-Flaschenpost, aber nicht das hier. Jetzt habe ich das platziert aus Versehen. Eisenwandregal. Wow, super. Das brauche ich natürlich jetzt in dem Moment. Nee, brauche ich natürlich nicht. Regt mich gerade ein bisschen auf. Das heißt, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist der andere Strand. Und wenn es da nicht ist, keine Ahnung, dann werde ich es offscreen machen. Und ich werde es im nächsten Tag zeigen. Sprich, nach dem Auftritt von KK. Was das genau für eine Belohnung war. Warum gibt er mir die nicht einfach? Jetzt offen und ehrlich gesagt, warum gibt er mir die nicht einfach? Ist echt komplett umständlich. Bitte, bitte, bitte. Drückt mir die Daumen. Drückt mir die verdammten Daumen. Hier ist nichts, weil hier ist einfach nichts. Oder war das an dem Tag, wo ich nicht online war? Dass es nur an dem Tag erhältlich war? Wenn das so ist, dann ist es echt belastend. Hier unten geht noch. Nee. Einfach nein. Wie könnte ich sonst noch daran kommen? Das Einzige, was mir jetzt spontan noch einfallen würde, ist mit irgendeinem Bewohner zu reden. Der es eventuell hätte. Ich frag mal Nelly. Ich traue mich nicht, meinen Schwimmern aus den Augen zu lassen. Mui. Okay, die schon mal nicht.
Wie sieht es mit Neffen aus? Ich habe eben schon Ost den Hasen bei uns begrüßt, gell? Ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich nicht sofort lostanze, wenn ich ihn sehe. Das muss an der Musik liegen, die er mitbringt. Ehehe. Auf jeden Fall. Paul? Markus, wie läuft es bei dir bei der Eiersuche? Kann ich dir ein paar Tipps geben? Wenn du meinst, schon alles abgesucht zu haben, dann klopf doch mal auch mal die Bäume ab. Besonders Palmen bringen auf Glückseier vor. Frag mich nicht warum, aber es ist so. Das könnte ein Ansatzpunkt sein. Vielleicht mal, also hoppala, falscher Weg. Vielleicht macht's die Palme. Hier ist keine Palme, verdammt. Stimmt, die habe ich bis jetzt nur auf der linken Seite platziert. Aber es ist eine Chance. Bitte. Das zum Thema Palmen bringen viele Eier. Ja, sicher. Hat das gerade geglitzert? Nee, ich habe mich getäuscht. Hä? Wen könnte ich sonst noch fragen? Hier, Susanne. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wie viele bunte Ballons in letzter Zeit hier in der Luft rumtümpeln? Jeder wettet, dass das geniales Zeugs an denen baumelt. Wenn man die doch nur runterbekommen würde. Oder, ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Die Sachen habe ich alle mit, okay. Ich habe das Bett noch nicht... Ich habe das Bett doch gecraftet, aber ich habe es nicht mit. Das ist hier unten. Wenn es das jetzt ist. Ich habe es nicht gecraftet. Ich lege kurz mal die Eier hier weg. Nein, ich... Nicht essen. Lol, die kann man als Früchtersatz nehmen. Dann, wenn das jetzt wirklich die Lösung ist, dann ganz ehrlich, epischer Fail hier am letzten Tag. Ich kann es mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Schnippe die Fliegen, du bist der Bastelking. Aber du hast schon alle meine Anleitungen gefunden und nachgebastelt. Oho, bist tatsächlich fast am Ziel. Die fehlt nur noch ein. Okay, nee, das war's nicht. Das war's tatsächlich nicht. Also hatte ich es schon mit, oder wie? Wartet. I don't know. Ich glaube nicht, dass ich es noch finden werde. Aber ich höre hier irgendwas die ganze Zeit zischen. Aber es wird mir nicht angezeigt. Wo ist dieser verdammte Schatten? Da muss doch irgendwo ein Schatten sein. Ich schieß mal kurz hoch. Das war schon mal nicht. Vielleicht hier irgendwo. Ebenfalls nichts. Hier auch nichts. Nee, Leute, ich glaube, ich gebe es auf. Ich gebe es einfach auf. Ich werde jetzt privat weitersuchen und an dieser Stelle hier, da hinten. Jetzt habe ich's. Schnell, bevor es ins Wasser geht. Das war nur ein Glücksei. Okay, gut. Leute, wir vergessen es. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Hesentag-Event war in einer gewissen Hinsicht schön, aber auch relativ lästig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.